Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Schon zur Zeit von Heinrich III. Hat man in England am sogenannten Mothering Day Mitte März seine Eltern besucht und ihnen mit einem Geschenk Merci gesagt. Amerikanische Frauenrechtlerinnen haben später die Idee wieder aufgenommen und für die Einführung des offiziellen Muttertags gekämpft. Und am 8. Mai 1914 hat der Präsident Wilson den 2. Sonntag im Mai zum Nationalen Muttertag erklärt. Ein Brauch, der sich nach dem Ersten Weltkrieg langsam aber sicher auch in Europa durchgesetzt hat. Aber was für eine Bedeutung hat der Muttertag in der heutigen Zeit? Ja, feiern. Da lasse ich mich ein bisschen überraschen. Sicher alle miteinander essen. Es muss nicht an diesem Tag sein, weil dort ist meistens sowieso ein Tohu Wabohu überall. Aber eigentlich dann halt schon wirklich schauen, dass die Mami an diesem Tag nichts machen muss. Speziell der Tag finde ich für die Mütter, sollte das noch schöner gemacht werden. Wir haben 6 Kinder und 13 Grosskinder. Sind wir irgendwo eingeladen. Blumen eignen sich gut zum Merci sagen und werden darum am Muttertag weitaus am meisten verschenkt. Besonders die Rosen. Rosen gibt es bei Coop in allen Variationen, Farben und Formen. Der grösste Teil dieser Rosen sind Rosen von Max Havelaar. Diese Stiftung wird von Coop unterstützt, weil sie sich für fairen Handel, gerechte Löhne, Ausbildung und bessere soziale Bedingungen in den Ländern der Dritten Welt einsetzt und willkommene Arbeitsplätze für die einheimische Bevölkerung schafft. Es müssen aber nicht immer Blumen sein. Wie wäre es, wenn man mal für die Mami kocht und ihm so ein bisschen Zeit schenkt? Bell Junior sind feine Charcuterie-Produkte in einer praktischen Trennpackung. Schon die kleinen Genießer können jetzt ihr eigenes Päckchen wählen und die kindergerechten Würste im Mini-Format bei vielen Gelegenheiten genießen. Mit den neuen Produkten von Bell kann man den Kindern zu essen und zu kochen wieder näher bringen. Sie machen gerne mit und helfen, weil sie selber etwas machen dürfen. Zum Beispiel am nächsten Muttertagssonntag eine eigene Menükreation. À la mode du junior. Ein frühlingshafter Bauernhofsalat nach dem Rezept im Internet. Wenn am Muttertag schönes Wetter ist, macht man ja vielleicht den ersten Veloausflug in diesem Jahr. Aber das Velo ist seit dem letzten Herbst im Keller gestanden. Das könnte ein Fall für Coop, Bau und Hobby sein. Guten Tag. Auf was muss ich achten, wenn ich am Frühling mein Velo wieder in den Verkehr bringe? Wichtig ist, den Luftdruck und die Bereifung zu kontrollieren, Bremsklötze zu checken. Sehr wichtig ist, die ganze Bremsmechanik und Bremskabel zu testen. Alle Schrauben und Muttern kontrollieren, Schaltung auf Beweglichkeit prüfen und die Kette mit Kettenspray zu behandeln. Denken Sie auch an Ihre Sicherheit. Warnglocken und Lichtanlage müssen funktionieren. Alle Reflektoren müssen dran sein. Und zuletzt braucht es noch eine Velo-Vignette. Im Bau und Hobby findet ihr ein grosses Velosortiment. Vom Fahrrad für die Kleinsten bis zum Markenbike für einen anspruchsvollen Fahrer. Auch für die Sicherheit und für den Unterhalt ist alles da. Helm, Spiralkabelschloss, Velocomputer, Halogenbatterielampe, Klingel und vieles mehr. Ausführlich informieren über das vielfältige Angebot kann man sich im Bike-Prospekt, das in jedem Bau und Hobby erhältlich ist. In diesem Prospekt findet man außerdem eine Schweizer Karte mit 12 familienfreundlichen Tour de Coop Velorouten. Alles Vorschläge, um die schöne Schweiz mit dem Velo zu entdecken. Entstanden ist das Ganze in Zusammenarbeit mit dem Veloland Schweiz. Die 12 Routen führen durch einige der schönsten Velotourgebiete der Schweiz. Sportler müssen einiges können aushalten. Wie der David de Galla vom FC Wil mit schmerzhaften Zusammenstössen umgeht, das seht ihr nächsten Mittwoch. Damit sind wir am Ende der heutigen Sendung angelangt. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Bis in einer Woche. Auf Wiedersehen miteinander.